Wir haben sehr gut trainiert, 5 Wochen lang. Aber wir sind Wettkampfjungs. Ne? Wir müssen einfach auf den Platz. Wir müssen jetzt für Zeit, dass es losgeht. Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, nochmal in so einem tollen Verein weiterhin 2 Jahre zu bleiben. Und wie gesagt, es ist eine Ehre für mich und ja, einfach nur ein Traum. Ich bin damals gekommen, da war der Verein eigentlich am Boden und ja, ich wollte irgendwie helfen, den Verein irgendwie wieder nach vorne zu bekommen. Und das Projekt ist, denke ich mal, in den letzten 2,5 Jahren wirklich sehr gut angelaufen mit dem Aufstieg. Und ich denke, die Entwicklung der Truppe und des Vereins ist noch am Anfang, da ist noch viel mehr rauszuholen. Und es ist natürlich schön, an so einem Projekt dann auch dran teilzuhaben. Und ja, deswegen gab es für mich da keine große Überlegung. Ja, wir fühlen uns natürlich sehr wohl, meine Frau, mein Sohn, unser Hund. Also haben uns da wirklich ein schönes Plätzchen ausgesucht, wo man natürlich auch sich wohlfühlt und das Kind dann auch nicht unbedingt wieder aus seiner Umgebung gleich rausreisen will. Insofern ist es natürlich auch wunderbar, dass wir jetzt da nochmal Zeit haben, ein bisschen länger hier zu bleiben. Und von daher ist das eine runde Sache für uns. Ja, die Vorbereitung hier in Bielefeld war top, die Bedingungen in Belek im Trainingslager waren top, die Leistungen, die die Spieler gebracht haben in jeder einzelnen Einheit waren so, dass wir echt zufrieden sind und dass man wirklich zuversichtlich sein kann, dass wir unser Ziel erreichen. Ich denke, wir haben eine sehr gute Vorbereitung gespielt, vor allem auch trainiert. Ne? Vom ersten Tag an war hier eine sehr hohe Trainingsqualität zu sehen und war wirklich beeindruckend. Ich hoffe natürlich wirklich, dass wir diese Trainingsqualität dann auch mitnehmen können für den Sonntag gegen Pauli. Alle drei sind gut integriert schon. Kasper ist schon der am längsten da ist. Das war aber überhaupt kein Problem, weil er ja schon mal hier war. Das ging ruckzuck. Ben, das war gut, dass Ben schon in der Türkei zu uns gestoßen ist, weil da viel Zeit war, sich kennenzulernen. Ist auch schon gut drin. Buja ist jetzt seit Freitag erst hier, aber ist auch kein Ding. Kein Problem, kriegen wir alles gut hin. Und alle drei machen uns variabler, machen uns besser, sind gute Jungs, die hier reinpassen. Also ich habe ein gutes Gefühl. Klar, das größte Ziel ist auf jeden Fall, dass wir hier die Klasse halten. Und dem Ziel wollen wir alles unterordnen. Und ja, mehr zählt nicht. Ne? Wir wollen auf jeden Fall die Klasse halten und mehr geht's nicht. Also, wir haben keine großen Sorgen. Christian Müller wird es nicht schaffen für Sonntag. Der ist zwar schon mit auf dem Platz, aber es reicht noch nicht. Jan Fieser ist nicht dabei, Arne Feige ist gesperrt wegen der 5. Gelben, die er in Berlin bekommen hat. Riemer und Peters, die Langzeitverletzten nicht, alle anderen freuen sich, dass die Schüco Arena auf der Alm gut gefüllt sein wird und dass wir endlich wieder auf dem Platz sind. Ich denke, es ist auf jeden Fall was drin. Ne? Also es sind über 22.000 Karten bis jetzt, glaube ich, verkauft und vor so einer tollen Kulisse, Heimspiel ist immer alles möglich. Zudem haben wir in der Vorrunde auch gezeigt, dass wir Pauli schlagen können. Es sind unheimlich schwere Gegner, die meines Erachtens noch deutlich stabiler sind als in der Vorrunde, als wir sie angetroffen haben. Trotz allem traue ich uns da was zu vor der Kulisse und wir spielen natürlich auf Sieg. Ja, ist eine gute Mannschaft, die sich also berechtigte Hoffnungen macht, noch aufsteigen zu können. Wir haben viele gute, erfahrene, gestandene Defensivspieler und viele in der Offensivreihe, die echt viel Talent haben, die schnell sind, die schwer vom Ball zu trennen sind, die gute Jungs wirklich sind, die viele Sachen gerade auf engem Raum gut lösen können. Ratsche kennen wir ja alle. Ne? Und da müssen wir eben gut gegen den Ball stehen und dann müssen wir unsere Chancen suchen im schnellen Umschaltspiel. Aber wie gesagt, wir sind, glaube ich, gut vorbereitet.